Herzlich willkommen zurück zu FIFA 20 mit mir, dem Jacho 85 vom Knalltüten Gaming. Und wir bestreiten heute unser zweites Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt. Wir sind auf Platz 6 und haben ja mit einem Sieg begonnen gegen Union Berlin und spielen gegen Frankfurt. So, wir spielen in Weiß und Frankfurt in Gefängnisbunt. Das ganze Team natürlich steuern, ist klar. Mal gucken, wie sich der Jacho 85 heute schlägt. Das scheint hier wahrscheinlich wieder schön zu laden. Ne, es geht sogar. Ne, jetzt lädt es doch. Gut, ist ja kein Problem. Ist ja bloß mal kurz zum Warmschießen. Gut, genug warm geschossen. Wir gehen ins Spiel. Schattenwurf. Alle kommen sie auf den Platz. Wir stehen rum. Auch der Jacho ist bereit. Und wir spielen von links nach rechts bei uns im heimischen Stadion. Der Red Bull Arena. So, und los geht's. Der Ball geht rein. Und Frankfurt im Angriff. Aber nicht mit uns. Jetzt sind wir wieder im Angriff. So schnell geht das ja. Guter Querpass. Ein Schuss. Ah! Und der Abwehrspieler stand einfach im Weg. Kevin Campbell hat es versucht. Ecke. Jacho geht hoch. Oh! Aufs Tor. Nächste Ecke. War es im Endeffekt nicht mehr der Jacho? Oh, beigerannt. Ups. Und jetzt Frankfurt. Klassischer Konter. Aber nein. Und unsere Abwehr beißt sich auch der Stürmer den Weisheitszahn aus. Super Laufpass. Auf unseren Jacho 85, der das Tor nicht macht. Ah, hätte den Ball nochmal quer gelegt. Aber nein. Jacho 85, der Egoist vom Dienst. Ein weiter Ball. Oh, das sah interessant aus. Nächste hohe Ball. Kopfball. Au! Oh, Mensch, wir flassen den ja wieder das Tor zu. Wunderbar. Ecke. Nein. Das war einmal nix. Jacho flitzt. Wie eine Flitzpiepe. Oh, er strengt sich nicht großartig an. Er steht lieber vorne im Sturm rum. Wartet auf die Bälle. Und wie schön das Wetter ist. So. Ein super Laufpass. Timo Werner. Oh, direkt geschossen an den Pfosten. Ei, Herzschlag pur. Einwurf für uns. Jacho 85. Mit der Pille am Fuß. Querpass. Mach ihn. Oh. Was ist denn hier noch los? Die Spieler treffen einfach das Tor nicht. Wunderbar. Was ist hier? Läuft ja jeder, wie er will. Passspiel. Ich habe gerade das Passspiel noch gelobt. Und dann kommt so ein Käse raus. So gut. Jetzt lauf! Oh, der war zu weit. Oder? Ja, irgendwie schon. Doch, Nachschuss! An die Latte! Oh, das ist doch nicht möglich. Das Tor ist komisch zu klein. Und da gibt es noch einen Foul. Das war früher schon Frustfoul. Und eine gelbe Karte dazu. Für Tom Kraus. Das nächste Mal heißt es raus. So, okay. Wieder ganz normal aufbauen. Wie immer. Wir sind es ja gewöhnt. Und Timo Werner. Jacho läuft mit. Oh, nimmt den Ball erst eine Woche lang an. Und versemmelt. Selbstverständlich. Und dann wundert er sich, warum er nicht in der Startaufstellung steht. Der Kunde ist ein Scheiße. So, okay. Nächster Angriff. Super Passspiel. Und ein super Ballverlust. Ist ja fast lustig hier. So, jetzt beruhigt euch mal wieder. Beruft euch auf eure
Stärken, das wollte ich eigentlich sagen. Deswegen habe ich jetzt nachgeholt. Hm? Jetzt Frankfurt wieder. Und nachträglich. Nee, doch nicht. Ich dachte, es kommt der Pfiff. Ein dünn Pfiff. Nein, war kein dünn Pfiff dabei. Frankfurt im nächsten Angriff. Schießt. Oh, die sind genauso blind wie wir. Nur wir sind blinder. Warte mal, sind die alle schon in der Pause jetzt hier oder was ist jetzt los? Jetzt ist tatsächlich Pause. Jetzt können sie da mal die Beine hochlegen. Ist wahrscheinlich auch gewechselt. Das andere Spiel war Hertha gegen Wolfsburg. Irgendwas hat ja noch gefehlt. Jetzt machen wir quasi einen Abschluss. Okay, aber Frankfurt stößt an zur zweiten Halbzeit. Oh, fair geholt. Was jetzt? Nicht mal was gesehen. Och ja, ne, das ist sicher. Gib einfach einen Freistoß, weil du gerade lustig bist. Pfeifenköpf, Schiri, ey. Und da kommt so eine Gurke da raus. Ich meine, unsere Freistöße sehen sicherlich nicht besser aus. Aber das war eine wirklich unterirdisch. Komm, Jaro, lauf! Ja, wieder. Da kann man wirklich beim Laufen die Schuhe sohlen. Und ein Wurf für uns. So, jetzt alles wieder sportlich sehen. Ja, und fehlpässig, natürlich. So, und der Jaro hat den Ball. Gibt direkt weiter. Auf Timo Werner. Er läuft alleine aufs Tor zu, schießt! Ah! Und der Keeper hält erstklassig. Deswegen sind wir hier auch in der ersten Liga, weil es erstklassig war. Gut aufgelegt. Ah, da wollte ich wieder einen Egoisten rausgucken lassen. So, nee, so nicht. Meine Liebsten. Super Pass. Ja, auf dem Falschen wieder. Ja, auch eine Stunde doch besser. Stünde doch besser. Stand besser. Eine Stunde? Ist es Stunde? Wer weiß. So, okay. Jetzt mal ganz smooth wieder hier. Wir können das Ding gewinnen. Genau. Und Jaro ist vorne. Macht die Flanke! Ah, was macht denn der? So ein Blödhammel. Und ausgewechselt wurde trotzdem nicht. Super. Eieieiei. Wenn das so weitergeht, dann verlieren wir das Ding am Ende noch. Okay, immer ganz ruhig. Also der Jaro muss wirklich raus. Das ist ja wirklich die Pfeife vom Dienst. So, ein Knallbolzen. Kann nicht wahr sein. Nützt der gar keine Chance. Vorne pirschen hier. Aber jetzt komm hier. Mach ihn! Und er macht es tatsächlich! Das 1:0! Jaro 85! Die Knalltüte vom Dienst trifft zum 1:0. Wird ja auch mal Zeit. Jetzt freut er sich. Mit seinen roten Handschuhen. So. Wieder den Ball. Wieder verloren vor allem. So. Frankfurt hat auch einen Ball verloren. Das ist gut, zurück auf Gegenseitigkeit. Oh. Naja gut, was soll er machen? Ich glaube, die Flanke wäre erst recht schief gegangen. Deswegen reicht der Pass. Aufpassen, wirklich mehr. So. Jetzt können wir schon. Oh, Jaro hat wieder einen Ball. Zieht ab. Pfosten. Oh, was ist denn das für ein Spiel? Pfosten, Latte, alles. Direktschuss? Oder so. Nochmal Direktschuss. Ja, führt ja 8:0. Da geht das.
Aber mittendrin steht nur dabei. Aber leider verzogen. So, Abstoß vom Goalkeeper. Frankfurt wieder im Angriff. Unser Torwart hält. Ganz kurz über. Und jetzt wieder Jahre 85. Kommt gut durch. Macht hier voll den Querpass. Timo Werner schießt. 2:0. Und es war abseits. Ich habe es eigentlich schon erahnt. Aber es sah einfach geil aus. Ich weiß auch nicht. Tja. Es gibt Punktabzug, weil er nicht aufs Abseits geachtet hat. Der Gutste. Jetzt wieder im Angriff der Jaro. Querpass. Ja, kann ja gehen die Flanke, der Idiot. Egal, das Spiel ist vorbei. Verdient mit 1:0 gewonnen. Aber es hätte auch deutlich höher ausfallen müssen. Aber gut, gewonnen ist gewonnen. Wir gehen die Tabelle gucken. Sehen. Lass mal das andere Spiel angucken. Achso, steht gar nicht da. Zumindest hatten wir das Sonntagsspiel. Und das war ja in Ordnung. So, wir sind jetzt auf Platz 1. Auf Platz 2 Köln. Auf Platz 3 Augsburg. Und jetzt das nächste Spiel. Wir stehen wieder in der Startformation. Wir reisen nach Gladbach. Den werden wir erstmal zeigen, wie Fußballspielen überhaupt geht. Frankfurt hat es ja auch versucht, uns zu hindern. Und jetzt werden wir sehen, ob wir da drüben aufräumen können. Jetzt ruckelt man wieder. Wunderbar, immer im Ladebildschirm. Auch bei FIFA 19 zum Beispiel nicht so. Aber gut, genug trainiert, es geht los. Zumindest in Kürze. Machen Freistoßübung. Ja, oder Torwart warm schießen, ist es ja eher. Wie auch immer. Es geht los. Alle Spieler sind bereit. Und wir spielen von rechts nach links. Los geht's. In FIFA 19 war es so, da war Borussia Mönchengladbach immer ein kleiner Angstgegner für uns. Gucken, ob das diesmal immer noch so ist. Ja, auf den Dach. Zumindest geben sie den Ball nicht her. Und ja, 85, selber Winkel. Und Ecke für uns. Zack. Und hoch. Hoher Ball. Aber da schneidet die ganze Mannschaft der Weißen im Weg. Da konnte man nichts machen. Hauptsache tricksen. Und am Endeffekt kommt nichts mehr raus. Jetzt machen sie aber Druck hier plötzlich. Nicht machen wir. Hallo? Was denn jetzt? Wieso kriegen die denn jetzt Freistoß? Für was? Das ist ja echt unfassbar. Aber unser Torwart hält. Für Pillepalle Freistoß. Und dann kann ich hier behaupten, halten. Jetzt ist der Ball noch nicht aus der Gefahrenzone. Die Jahre 85 ist der Ball aber auch nicht aus der Gefahrenzone. Deswegen hat ihn jetzt Timo Werner. Guter Querpass. Schuss. Tor. 1:0. Wunderbar. Wo war es denn eigentlich? Gar nicht gesehen. Leimer war es, glaube ich. Super Antritt. Gutes Auge, quer gesehen. Der Torwart hat ihn sogar noch berührt. Aber natürlich keine Chance. Es war Konrad Leimer. Und da geht's weiter. Mit dem Anstoß. Von Gladbach. Sag mal, ich würde noch weiter hochlaufen. Spiel aber an sich nicht verkehrt. Ich muss häufiger vors Tor als Frankfurt. Was sind jetzt wieder? Achso, die haben gefoult. Ja, na, war klar, hab ich gesehen.
Was? Liebt er selber weggeschossen? Dass das nicht der Jaro war, wundert mich eigentlich schon fast. Genau, jetzt aber hier loskommt, zeigt, was er könnt. Jaro steht bereit. Aber er wurde geschubst, deswegen kam da ein kleiner Kopf frei raus. Ball geht nach außen. War das ein Schuss? Oder mit dem Knie oder wie? Hat sogar gereimt. So, wie auch immer. Machen wir da eine Angriffsfront. Aber unterbunden von unseren Abwehrspielern. Gut gesehen von Jaro. Aber nur kurz gespielt. Oh, was ist denn hier los? Ein Ball vor Stolpre auf ganzer Linie. Hä? Ich komme jetzt, holt euch die Pille wieder zurück. Das war ein Schussversuch oder war es eine Flanke? Ich kann es nicht sagen. Wir waren es ja schließlich nicht. Laufpass mal wieder für den Jaro. Den Ball natürlich nicht bekommt. Unsere Abwehr zeigt heute wieder eine super Leistung. Gesehen. Zurück zu Jaro. Was macht denn der? Der passt ja zum Torwart. War alles wieder zu schnell für ihn. Der macht das Kleinhirn nicht mit. Huch. Spielen ja hier, wollen spielen wie die ganz Großen. Da kommt noch nichts auf der Reihe. Das ist der Nachteil. Also Unterschied, was ich gesagt. Und jetzt Gladbach mit dem Angriff. Der Schuss. Aber nichts passiert. Zur Halbzeit steht es 1:0 für uns. Genauso ist es. Obwohl die Gladbacher natürlich eine gute Gegenwehr gezeigt haben. Und selbst eigene Angriffe mal an den Tag gelegt haben. Aber klappt hat es im Endeffekt noch nicht. Aber man soll ja einen Tag nicht vom Abend loben. So, fast aus wieder wie faul. Aber klang wie Ball gespielt. Der war aus. Das kleine Schübserchen, als sie nur kommen. Zeigen, was er faul ist. Hoch, los! Ja, gut. Sieht schon wie gefährlich aus. Oh, was machen die denn aus den Angriffen? Nicht. Die wollen es zu schön machen. Oh, die kommt doch hoch. Mensch. Weil wahrscheinlich das ein schönes Fußballspiel entsteht. Und jetzt der Jaro, 85. Mit dem Angriff. Er schießt! Also schießen. Gut. Nehmt das jetzt, wie ihr es wollt. Jaro wird ausgewechselt. Ist wahrscheinlich sogar ein Segen. So, weiter Abstoß vom Goalie Alkoholi. Und ein Kopfball. Ein super Laufpass. Direkter Schuss! Ui, auch eine Strafraumgrenze. Na gut, wenn ein bisschen näher wäre, dann vielleicht ja. Aber so? Nö. Was hin jetzt hier? Nicht, dass sie jetzt hier noch das 1-1 machen. Nein, das soll nicht. So, bauen wir mal unser Spiel hier langsam auf. Guter Angriff. Sag mal, wie es Schießen verlernt. Keiner zieht mal richtig ab hier. Wie auch immer. Gladbach ist weiter mit dem Angriff.
Ah, wir haben den Ball geholt. Mal wieder. Oh, weit gespielt. Oh, irgendwie fast geklappt. Hätte sich richtig abstützen müssen. Ein bisschen noch Flickflack in der Luft und so. Das wäre schön. Aber so war es nicht. Die wollen ihn hier voll austricksen. Die Knallbeute. Aber jetzt kommen wir. Nix war's. Au! Hallo, da hinten haben wir uns hingeschmissen. Auf die Wiese. Sie tun mal weh. Jetzt kommt hier durch, hier ohne Ende. Schuss von Gladbach. Erster Nennenswerte. Trotzdem, wir haben auch nicht viel bessere Schüsse. Momentan. Fragt man sich, wie das 1:0 entstanden ist. Das muss ein absolutes Glückstor gewesen sein. Wenn ich es jetzt nicht besser wüsste. Foul! Wir haben Freistoß. Von der Mittellinie ist immer so ein Ding. Oh, guter Schuss! Endlich mal wieder ein Schuss, den man auch Schuss nennen kann. Danke für so. Den kriegt keiner von uns. Jetzt macht das Spiel breit. Und Sturm aufs Tor zu. Wird es noch das 1:1 werden? Nein, wird es nicht. Zum Glück. Oh, da muss ich ja dauerhaft weiter angreifen hier. Nochmal sogar ein Angriff von uns. 90. Minute. Und er ist drinnen. 2:0. 91. Minute. Wunderbar. Einfach aufs Tor zugerannt. Und einfach mal geschossen. So einfach ist Fußball. Und es war Matheus Cunha. So, da ist das Spiel vorbei. 2:0. Besiegt der RB Leipzig. Borussia Mönchengladbach. Die Fans sind nicht gerade sehr begeistert, aber das liegt daran, weil wir ja in Gladbach gespielt haben. Aber trotzdem, es war auch ein Segen, dass Jahre 85 ausgewechselt wurde. Da kann die nächsten 7 Spiele auf der Bank sitzen. Würde ich als Trainer zumindest so machen. Ja, das war ein Sieg. Die Tabelle ist da, wir bleiben Platz 1. Aber Köln hat natürlich noch nicht gespielt. Wir können immer kurz gucken, wo die Bayern und Dortmund und sowas ist. Schalke 7, Bayern 9, Gladbach 16, Dortmund 17. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich glaube, das hat was mit diesen unausgeglichenen Teams zu tun. Das ist ein Bug, den muss EA noch beheben, finde ich. Aber es ist auch mal schön so zu sehen. Alles klar, gut, wir beenden diese Folge und wir melden uns zur nächsten zurück. Bis dahin, bye bye und ciao.